Hallo, Freunde, für eine weitere Map-Vorstellung. Na toll, das Gepfeife geht schon wieder los, ne? Also, heute ist die Nova Estancia dran. Wir schauen mal rein und let's go. Zweiundzwanzig. Sonnenblick. Interessant. So ein bisschen verteilt, merke ich gerade. Wo ist der Händler? Interessant. Das sehe ich hier, also. So, gestrebt. Ja, ist noch interessant. Aber diese 2D-Bäume, Leute. Ich bin dabei Zelda oder was? Interessant. Aber schaut man jetzt ernsthaft immer noch von dem alten Haus aus los? Und du hast deine Maschine dort hinten? Also. So aus, so echt viel ist es ja nicht. Toppler. Also viel ist es ja nicht. Nach meiner Meinung her. Also viel ist es ja nicht. Ehrlich gesagt. Diese plus ein Premium. Gratis habe ich ja nicht mehr gehört, nein. Was nur ab einem Tank fort von 30 Litern. Also wenn du 30 Liter getankt hast. Okay. Interessanter Viehhandel. Nein, ernsthaft, das ist jetzt interessant. Ich habe noch nie gesehen. Ein Toi Toi? Aber jetzt muss ich schnell gucken. Ah, das ist alles hier in einer. Ah, alles hier in einer Straße. Interessant. Ja,
Das ist interessant hier, ne? Ach Gott, ich bin schon auf dem Sack. Ja, aber es ist echt so. So, eigentlich hast du hier eine ganze Verkaufsstelle. Du rein. Also eigentlich hast du eine ganze riesengroße Verkaufsstelle hier. Eigentlich. Und so, das ist die Ecken. Ich glaube, wir sind da. Hier durch. Aber ganz irgendwie. Ja, speziell noch, dass man so nur mehr so enge Einfahrten hat. Ah, warte, man muss ja noch was ändern. Da wollen wir was ansehen. 5 Minuten, Anzahl eingestellte Helfer 0. Und Ding hat er nicht, ne? Sachen. Ja, interessant eigentlich, wie er so aufgebaut hat. Okay, das ist seine BGA hier. Aber ich habe doch gerade gesehen, hier ist auch noch eine. Aber ich will auch mal gucken gehen. Dann. Also hier lässt du grundsätzlich rein. Und. Achso, da kannst du hier oben hin. Okay. Das ist da das Fahrsilo. Ja, ich habe mich zu wenig mit dem. Das Problem ist, ich habe mich zu wenig mit dem Zeug auseinandergesetzt. Also schon so ein bisschen, aber jetzt habe ich noch nicht so viel in dem Sinn gemacht, dass ich gerade weiß, auch so und so. Die ersten BGAs waren ja einfach. Am Anfang muss. Da ist der Apfel. Da muss ich mal bei meinem Befahrten auch mal gucken. Den habe ich glaube nicht gefunden. Fägerei. Interessant. Ich glaube, ich hatte bei meinem privaten Spiel schon ein bisschen was falsch gemacht, aber das ist noch interessant aufgebaut. Ah, das Ablagesystem hier. Aha. Interessant. Aber sonst, wenn ich das jetzt anschaue, ist es ja größer als eine riesen Weidefläche. Da ist ja eigentlich ganz wenig wirklich Fläche mit Ackerland. Sehe ich gerade, größer Teil ist das ja nur, also nur Weide, also mega Grasfläche. Wenn man das anschaut. Eigentlich. Wie ist das hier los? Das hat das gesehen wie ich bin hier. Hier der Steinmetz. Mit nach oben stehen hier das Ding, ja, interessant. Aber es ist eigentlich noch interessant, dass alles hier steht. So. Dann kann man doch ein eigenes Inventar. Also, du hast einen kleinen, einen mittelgroßen und einen großen Traktor. Dann hast du einen Mähdrescher, ein Auto, ein Keeper, ein Schneidwerk plus noch einen Pflug und eine Sätechnik. Also du hast ja fast nichts eigentlich. Ja. Also du hast eigentlich fast nichts. Also das, wo jetzt hier steht und das Auto. Also du hast eigentlich fast gar nichts. Kann man eigentlich so sagen, du hast eigentlich gar nichts. Also Feld 1.
Oh, die können eigentlich auch noch kurz gehen, oder? Jetzt nehme ich mal kurz was Wunder. Wartet mal schnell kurz, wenn das Teil. Komm, mach! Ich will kurz schauen, ob man hier eine. Ach so. Also mir kann eigentlich hier ist es ein Zeltplatz. Aber noch niedlich. Nur ein Gegenstand pro Hof erlaubt. Aha, jetzt kann ich mir das hier verkaufen. Also ehrlich gesagt müsste ich sagen hier, ja gut. Also wenn du natürlich jetzt ein bisschen natürlich obergeizig bist. Das geht gar nicht. Also wenn du natürlich ein bisschen geizig bist, kannst du dir auch sein. Komisches. Kannst du nicht mehrere Häuser? Also du kannst natürlich sagen, okay, du bist ein bisschen einigermaßen so oder du bist obergeizig. Also wenn du ein bisschen geizig bist, brauchst du sowas hin. Weiß nicht wieso. Oder wenn du so voll die geizigen Häuser bist. Also wenn du voll die Geiz. Genauso bist, kannst du hier sein Zelt hinbauen. Und eine Schlafbank. Was ist denn das? Schlafhaus? Also, wenn du so obergeizig bist, dass du nichts wissen kannst, da sowas hinbauen. Aber ich finde irgendwie die Idee. Also, jetzt ganz ruhig. Jetzt ganz kurz, Leute. Es gibt eine kleine Idee. Also, ich sag jetzt mal, für ein Projekt wie dieses hier, wie diese Map hier, könnte man mal sagen, du hast eine Riesenfläche, das gehört alles dir hier. Und du hast so 100.000, du musst dir mal ein paar neue Maschinen hier erschaffen. Also, oder nicht viel. Könnte man sagen, okay, du hast ein Auto. Du hast hier ein Haus, dein Zelt und du pennst hier. Auf einem Tag kannst du natürlich viel mehr aufbauen hier. Aber so nur als Prinzip. Meine, wie teuer ist deine wie teuer ist deine Halle? Du kannst sagen, okay, du baust hier. Du hast hier so eine Halle hin. Hier so. Du kannst hier so eine Halle hinstellen mal. Für deine Maschinen. Sagen wir so. Du baust dir eine riesen teure Maschinenhalle hin, da ist nicht so viel Geld mehr. Und du solltest dir ja was zulegen. Könntest du machen. Also, da wäre als Projektidee gar nicht so verkehrt, aber. Ups, das habe ich mir dann eine Projektidee gegeben. Egal. Ich meine, wie viel Zeit haben wir jetzt verblödet?
14 Minuten, ja. Aber nur wenn du da hast, ist nicht eine Idee. Aber sag jetzt, vom Prinzip her hast du ja hier nicht so viel. Eigentlich. Wenn du es genau nimmst, hast du eigentlich nicht viel. Ich meine, aber wenn du jetzt natürlich ganz ehrlich bist und sagst, ja gut, du brauchst eine Hoftankstelle und so, du brauchst irgendwelche teuren Waren, dann ist das ja natürlich, also sagst du, ja okay, du kaufst jetzt nur beispielsweise eine Tankstelle. Ich meine, aber dann musst du ja auch irgendwo hinstellen hier. Na klar, du kannst natürlich eine einfache Tankmöglichkeit suchen. Und so. Aber ich meine jetzt, nur so als Beispiel, wenn du natürlich so ein bisschen musst aufbauen und du kannst nicht mehr so auf dein Zelt pennen. Und du baust dir so das aus. Kannst du machen auf so einer Karte wie diese. Ich meine, diese Karte wäre ein perfekter Ritter für sein Projekt. Also wenn jemand Lust hat auf ein Let's Play und so diesen Markt hier, sehen, das muss ich auch noch befüllen. Also ich sage jetzt, wenn jemand hier einfach mal Lust hat zu meinem Let's Play machen mit sowas Aufbau, das sind jetzt ja nur mal grobe Tipps. Klar kannst du sagen, ja okay, du baust dir jetzt irgendwas Fettes auf, holst du da deine fetten Maschinen ran und du hast nicht mehr, du musst ja noch die Spritpreise noch bezahlen und alles. Irgendwie welche einfachen Sachen, du hast auf Tier dann zählt, ein Auto, aber vielleicht noch im Notfall kannst du dir gerne noch einen Unterstand kaufen. Ist doch eigentlich ein günstiger Unterstand noch. Ja, eben. Das ist irgendwie gut so. Ja, sowas. Also, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, wie viel Platz das jemand hat, aber ich sag jetzt mal, für ein bisschen kleinen Look. Gut, du bringst natürlich nicht viel runter, vielleicht dein Auto noch. Aber sagen wir jetzt mal nur so als beispielsweise. Du hast ja wirklich da gar nichts, du hast ja kein Farmhaus, du hast nichts, außer das. Du könntest dir jetzt sagen, okay, du baust dir jetzt irgendwie für deine Maschine eine Halle hin, wo du ganz so viel Geld, ganz so das investiert hast und dann ein bisschen was Farbe. Aber gut, wir können natürlich auch mit diesem, kann man auch mit diesem Geldmotor arbeiten hier. Ihr wisst welche, dass ich meine, mit diesen Tafeln. Kommt hier, findet man die noch? Wir sind irgendwo, sind irgendwo. Ja, ihr wisst, ihr gab schon welche, was ich meine. Ja. Ja, diese hier. Könnte man schon brauchen. Also wenn ihr schnell Cash machen wollt und ausbauen, könnt ihr es machen. Ja gut, aber ich würde sagen, wir sind schon durch. Mehr gequatscht, als eigentlich notwendig war. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wenn jemand ein Projekt machen will, hier habt ihr eine Karte für das Projekt. Das sind ja auch gut. Ja, wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviere die Glocke, um nichts weiteres mehr zu verpassen. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Es ist ein Titel mit über den Abonnier-Button. Das ist auch mein zweiter Kanal verlinkt, Simulator-EP. Schaut dort mal bitte vorbei. Ja. Und schaut, was ich sonst gemacht habe und ciao, Leute!